Hi. Hallihallo, liebe Leute, hier ist der Franken-Andi und ich darf euch begrüßen zum LS 19, die Nachbarsbauern in Edelsbach. Ja, wie gesagt, ich bin der Franken-Andi und der Gacki, der ist... Der ist hier und schon wieder fleißig am Ansehen hier von unserem schönen Fältchen hier. Da müssen Sojabohnen drauf. Aber da werden wir auch erstmal nur ein bisschen anfangen und dann den Helfer weiterarbeiten lassen, weil wir noch ein bisschen was anderes zum Tun haben heute. Ich habe hier den völlig falschen Schlepper hier zum Silageplattfahren. Ich glaube, ich nehme den mit dem breiteren Reifen und dem größeren Gewicht. Macht es Sinn, würde ich sagen. So, hier mal eine Spur schneller hoch, dann machen wir oben zwei Querbahnen und dann darf der Helfer da gleich mal ran. Weil wir können mal gucken in der Zwischenzeit ganz schnell, was denn unsere Wiese macht, ob die inzwischen immer noch nicht erntereif ist. Toll. Gut, müssen wir noch warten. Hätte ja klappen können. Das jetzt gleich alles löse hier mit dem Kartoffelfeld. Da müssen wir nämlich jetzt gleich mal ran und das abernten. Aber jetzt wieder die Frage ist, kann unser schönes Hofsilo auch Kartoffeln? Glaube nicht, oder? Das hattest du schon mal nachgeguckt. Doch, Kartoffeln sind mit eingetragen. Aber halt nur 100.000 Liter. Ja, müssen wir mal gucken, wie weit man damit kommt. Ja, ansonsten wird wieder irgendwo ein Haufen gemacht. Aber ich brauche doch so eine Silageschaufel hier. Schild oder Walze? Ja, ich habe hier das schon sehr hoch aufgekippt. Mich mit der Walze glaube ich nicht mehr ganz so weit. Lässt sich halt schlecht verteilen jetzt. Ja, komm, dann bretter ich schnell zum Shop. Ich wollte ja sowieso hier den GPS noch eintragen lassen. Kann ich das gleich by the way tun hier, ne? So, guck mal, da haben wir die zwei Bahnen hier schon mal gelegt. Warte mal, wenn ich eh schon zum Shop fahre, nehme ich jetzt gleich den Düngersteuer mit. Ich brauche ja auch noch Dünger. Kann ich mir den Weg dann auch schon wieder sparen. Mensch, na. Das ist ergiebig, was ich hier alles auf einmal abarbeite. So, dann machen wir das mal hier. Helfer rein. Gut, wir brauchen den und wir brauchen einen Anhänger. Den haben wir, glaube ich, unten stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Na, Stein? Stein, Stein, Stein. Diesmal nicht. Ha! Hast ihn umfahren? Ja, mit Schrittgeschwindigkeit dran vorbeigezielt diesmal. So, das Hängerchen brauchen wir. So, Hallöchen. Dass wir so jetzt da nicht rauskommen. Oh. Da wir ja schon zu viel beim Händler eingekauft haben, wird er bestimmt hier jetzt ein wenig einen guten Preis springen lassen für den Dünger, oder? Das dachte ich vorhin auch, aber nicht wirklich. Nicht? War er nicht gnädig? Nee. So. Hier. Oh. Rum hier. Ja, geht doch. So, hoffentlich installieren die dann nicht mal irgendwann einen Blitzer in der 30er-Zone da unten. Das kenne ich noch aus dem 17er. Da gab es ja, ja einige Karten.
Ja, ich fand es immer sehr witzig, aber teilweise waren die Preise dezent überzogen. Ja, das stimmt. Oh, das steht hier, Saatgut. Ha, gleich mal einladen. Wenn es gehen würde, ja. Das ist ja wirklich, das haben sie wirklich gut gemacht, dass es eben nicht geht. Ja? Das ist mein Saatgut, das habe ich gekauft und kannst es nicht aufladen. Okay, cool, Das ich hab's nicht ausprobiert. ist sogar so mit Strohballen, haben wir das mal festgestellt. Strohballen gepresst und dem anderen Hof verkauft. Die konnten die nicht mal aufspießen. Okay. Ja, das ist ja fast ein bisschen gemein. Ja, no. Ist halt so. Hätte man die Strohballen zum Beispiel gepresst und hätte vorher Lohnunternehmerstatus gesetzt für die anderen, dann wäre es gegangen. Wobei es kann sein, dass sie das inzwischen auch irgendwie rausgepatcht haben wieder. Boah. Achso, du kaufst gerade, ne? Jupp, Das hat hier gerade de dezent gestockt. wie viel habe ich denn jetzt gekauft hier? Ihr Stück, was? Oh, toll. Das habe ich ja toll gemacht. Jawohl. Mein Düngesteuer abgestellt und dann die Paletten gekauft. Jetzt habe ich den schön eingebaut hier, mein Düngesteuer. Perfekt. Ah. Immer schieben mal die Paletten ganz zärtlich mal weg hier. Ach ja. Jo, ist da. Passanten hier, ich sag's dir. Oh. So 9000, da gehen ja noch ein paar Big Packs. Okay, also wirklich gleich wieder. Ja, ich merke schon. So, dann stellen wir den doch einfach mal hier ab. Und weiter geht die Fahrt. So, jetzt aber auch richtig im Kreisverkehr. War das da So, hinten? wir Hier haben. muss ich raus. Hui, schon wieder 30.000 ausgegeben, ja, Halleluja. Haben wir jetzt alle Big Packs? 8.000 Liter Dünger, ja, das können 5 Minuten halten. Boah, da kommt man, glaube ich, eine ganze Weile mit aus. Ah, weißt du was, da kaufe ich glatt noch ein, dann ist wenigstens voll der Düngersteuer. Ja, ich will ja den einen Steuer nur für Dünger und den zweiten dann nur für Kalk. Oh. So, kann man da eine Plane drauf machen? Nö, Oh, okay. was war das jetzt? Irgendwo hat es mich eingehakt und einmal um 180 Grad eben gedreht. Auch nicht Hier am schlecht. Gehsteig, das Ja. passiert mir auch manchmal. Also ich weiß nicht, was da los ist. So, jetzt brauchen wir noch ein Schiebeschild. Vielleicht gleich eine Walze hier mitnehmen. Das kriege ich nicht alles hin, ne? Ich will ja gerne den hier haben. Och, das geht. Das geht ja. Da gleich das Große hier, ne? Oha. Oha. Oh. Oh, was steht denn da? Ja. Großes Gerät an hier. Ich hoffe, dass der das schafft hier. Oh, ich glaube, ich fahre da irgendwo raus. Na, mein großer Traktor ist halt noch am Ansehen. Oh, ne. Das ist wieder. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was denn? Hier haben die Zäune plötzlich Kollision da hinten. Zumindest der eine. Oder die Hecke oder irgendwie. Oh, ich komme hier nie wieder raus. Das merke ich jetzt schon. Richtig Ja. anschieben.
Na, noch geht's. Wir gucken, wie es mit dem Stromkasten hier ist. So, hopp, Kollege, lauf uns schon schneller hier, sonst fahr ich dich über den Haufen. Gut, also an den JCB merkst du halt gar nicht, dass da irgendwie 10.000 Liter Dünger hinten dran hängen, ne? Unglaublich, was für eine Power der hat hier. Ja. Ich höre den MB hinter. Ja, der ist vom Sound her brachial und wir haben einen Tausender Fendt von Alex Blue in dem anderen Projekt. Also da war ich, den hatten wir irgendwie an einem Holzhacker dran gehabt. Hm? Ich musste wirklich die Motorlautstärke hier in den Einstellungen auf 10% runtersetzen. Das Ding hat so gelärmt, wenn du da direkt neben dran gestanden bist. Das ging gar nicht. Ja, ich fahre ja von der Innenkabine aus, ne? Und ich habe den MB hinten dran gehört, wie er gehört hat. Also es ist schon nicht von schlechten Eltern hier. Ja, so, jetzt gucken wir mal, wie das mit den Kartoffelernten hier funktioniert. Ich glaube, mit dem Keiler hier habe ich bis jetzt erst einmal gearbeitet. Ups, was war das? Ups. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie war das? Anschalten, aufklappen. Aufklappen ist gut. Nein, aufklappen. Ja. Oh, das war das falsche Gerät abgekoppelt. Oh. Na, ach so. Achso, senken wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, da arbeitet es sich meistens etwas leichter. Ah, es kommen Kartoffeln rein. So, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier bewerkstelligen soll. Ich fahre einfach mal. Da ist eh schon ein Baum, das wird eh nichts werden, da werden wir gleich hängen bleiben. Es sei denn, der hat keine Kollision. Ja, dann soll es auch anders sein. Oh. Ich werde hier auch so schnell wie möglich gucken, dass ich hier einen Helfer loslassen kann. So, das ging jetzt schnell mit dem Schiebeschirm. Halleluja. So, wo kann ich das denn jetzt so geschickt positionieren? Das brauche ich ja so oft, ne? Ja, nee. Hier mal. So. Ja, dann würde ich sagen, stellen wir das einfach hier hin, ne? Ja, so machen wir das. So, dann schauen wir, dass wir die Silage jetzt fertig kriegen und dann gehen wir auf dem Acker zum Düngen und Körpern und Säen und. Ja. Ja, der fährt 25 im Rückwärtsgang, das ist ja unglaublich hier. Was ist jetzt los? Hä? Ah, hier die Kollisionen von den Silos sind nicht ganz so schön gelungen hier, sehe ich gerade.
Liegt's durch oder? Nee, es steht von der Wand ab. Achso, das hatte ich auch schon bei manchen Silos gehabt. Ja, es meckern auf ganz hohem Niveau. Ich meine, sonst habe ich irgendwie hier noch keinen Fehler irgendwie entdeckt an der Karte. Also das ist echt gut gemacht hier alles, ne? Ja, das auf jeden Fall. Muss man sagen. So. Beziehen wir heute mal den Kreisverkehr in die Erntearbeit mit ein. Was? Den magst du echt gerne, den Kreisverkehr, ha? Ja, der liegt halt da so gut. Und bevor ich jetzt hier groß rumrangiere, dachte ich mir, einmal eine kleine Runde gedreht. Passt. Ich sehe hier nicht durch die Bäume, wo ich was mache und wo nicht. Ich brauche eine Kettensäge. Ja. Das wird hier nicht wirklich sauber abgearbeitet. Ist aber auch egal, da kommt auch nicht so viel runter. Ja, die Felder waren da nicht ganz so klein, ne? Also das sollte ja durchaus schöner Tag eigentlich sein. Hier nur irgendwie einmal so ein bisschen Querbahn zu ziehen, dass der Helfer dann da hoffentlich den Großteil der Arbeit mir abnimmt. Hm. Der Ernte hier, der hat halt auch nur irgendwie ganz 1,80 Meter Breite. Hm. Das ist nicht viel. Und dann die ganzen Bäume, die hier wirklich teilweise sehr dicht am Feld stehen, machen das auch nicht gerade einfacher. Ja, das Ding ist auch gewaltig lang, ne? Ja. Und eigentlich tue ich, wenn ich Kartoffeln ernten muss, meistens mit dem Selbstfahrer das machen. Aber der ist halt in der Miete doch eine ganze Ecke teurer. Und wenn man das Geld nicht mehr hat, dann bleibt halt nur sowas übrig. So, jetzt kann man dann so ein paar Feinarbeiten im Nachhinein noch mal machen. Ja, und das wird auch, wenn man es wenn man das Gefühl hat, es ist zu wenig gewesen. Ja, ich glaube also nicht, dass die Kartoffeln eine ganze Weile halten, oder? Ja, bei den Schweinen brauchst du dann, es sind ja nur 5%, was Kartoffeln ausmachen vom Futter. Deswegen wird da, denke ich mal, auch ein Teil dann im Verkauf gehen. Ah, ja, dann kommt es schwierig, ja, frisches Delta ein. So, wie viel Häckselgut habe ich denn? 165.000 Liter. Ja, Halleluja. Ja. Helfer an. Ja. Gucken wir dem mal zu, wie der gleich seine Wände hier macht. Also übrigens, Helfer D hat einen fast vollen Korntank. Ja, das ist er hier. Jetzt wurde mir gerade angezeigt. Warum das bei dir steht, keine Ahnung. So, jetzt zeig mal, was du kannst. Ich dachte, der fährt jetzt das komplette Feld zurück.
Ups, au. Ja, die Helfer sind manchmal, naja, gut. Gut, ich glaube, der braucht für den Wendevorgang länger, wie für die Bahn zu enden. Na, das nenne ich mal Effizienz, ne? Nein, du sollst, wenn schon, halt, halt. Das wird so nix, mein Junge. Fängt irgendwie gefühlte 50 Meter vom Feldrand an zu. Ja. Ich bin wirklich am Überlegen, warte mal. Dann sagt er, ich habe die Arbeit erfolgreich beendet. Ja. 25.000. Ah, das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Jacki, ich sag's dir nur ungern. Oh, ja, ich sehe es auch gerade. Ja, wir sind schon wieder am Ende für heute angelangt. Ja. Demnächst geht's weiter. Ich mach's heute mal ganz kurz. Ich verabschiede mich einfach für heute von euch. Wir sehen uns. Tschüss.